der Torraumlinie und wehren im Rückwärtslaufen einen Heber ab. Die beiden Torwarte müssen auf eine gute Koordinierung ihrer Bewegungsabläufe achten, damit sie sich nicht gegenseitig behindern. Hier ist zu sehen, dass der Werfer auch wieder von Zeit zu Zeit statt eines Hebers einen Ball flach wirft oder zum Beispiel einen Dreher spielt. Nun müssen zwei Bälle hintereinander abgewehrt werden. Zunächst ein flach und danach ein diagonal hochgeworfener. Die Werfer sollen vor allem die flach geworfenen Bälle variabel spielen, also sogenannte Beinschüsse, Dreher, Würfe links und rechts am Torwart vorbei oder nach Wurftäuschungen. Diese Grundübung kann vielfach variiert werden, zum Beispiel das Herauslaufen. Der Torwart startet aus dem Sitz oder der Bauchlage zur Wurfabwehr oder führt einen Sprung zur Gegenstoßabwehr durch. Natürlich können die Bälle auch unregelmäßig geworfen werden. Eine weitere Möglichkeit: zwischendurch mal einen Ball Richtung Torauslinie werfen, den der Torwart erkämpfen muss. Auch ein Gegenstoßpass kann ab und zu in solche Wurfserien integriert werden. In der dritten Organisationsform agieren zwei Torwarte hintereinander in einem Tor, während die anderen mit einer Werferreihe für schnelle Wurfserien sorgen. In dieser Grundform werden die Bälle nur in die untere rechte Torecke geworfen. Die beiden Torwarte wehren die Bälle abwechselnd ab und führen im Wechsel immer die gleiche Grundtechnik in die untere linke Torecke aus. Auch hier können die Wurfserien so variiert werden, dass alle Grundtechniken zur Abwehr hoch, halbhoch oder flach geworfener Bälle trainiert werden. Jetzt wird nur in die obere rechte Torecke geworfen. Achten Sie darauf, dass die Torwarte die Abwehrbewegungen in die linke Torecke genauso konsequent durchführen. So wird gleichzeitig die spezifische Beinarbeit optimal geschult. Achten Sie mal auf die Beinarbeit. Während der hintere Torwart vom pfostennahen Bein in die Torecke springt, springt der vordere vom pfostennahen Bein ab. Dies müsste er aber viel konsequenter tun, damit der Körper, wie beim hinteren Torwart, hinter den Ball kommt. Bei dieser Übung hat der vordere Torwart die Aufgabe, durch verschiedene Abwehrbewegungen die Wahrnehmung des hinteren Torwarts, der die Bälle abwehren muss, zu erschweren. Dieser muss die Abwehrbewegung des vorderen Torwarts und die Wurfbewegung des Werfers antizipieren und entsprechend reagieren. Vor allem für die jüngeren Torwarte ist diese Übung etwas einfacher. Die Werfer werfen frei gegen die Torwarte im Tor, wobei jeder für eine Torecke zuständig ist.
Besonders wichtig ist hierbei das Timing der Werfergruppe. Sie müssen so werfen, dass die Torwarte immer wieder aus der Grundstellung in der Tormitte agieren können. Diese Grundübung kann sehr gut als motivierende Wettkampfform eingesetzt werden. Ein oder mehrere Werfer versuchen, gegen die hintereinander agierenden Torwarte Treffer zu erzielen. Die beiden Torwarte können ihr Stellungsspiel frei variieren und sich miteinander absprechen. Kassieren die Torhüter einen Treffer, müssen sie wieder die Zusatzaufgabe durchführen. Nach Absolvieren der Zusatzaufgabe, denkbar wäre auch ein Sprung zur Gegenstoßabwehr, tauschen die Torwarte ihre Grundposition. Wurfwettkämpfe sind auch bei den Nationaltorwarten eine beliebte Trainingsform. Hier versucht Michael Biegler gegen die beiden Nationaltorwarte Jan Holpert und Andreas Thiel einen Treffer zu erzielen. Nicht ganz einfach, wie Sie sehen. Gelingt dem Trainer oder der Werfergruppe ein Tor, müssen die beiden Torwarte eine Zusatzaufgabe erfüllen. Zum Beispiel einen Sprint zur Torlinie und Einnahme der Bauchlage. Es sieht so aus, als ob die Nationaltorwarte den Wettkampf gewonnen haben. Gerade beim Stützpunkttraining sind Komplexübungen besonders effektiv, um mehrere Torwarte gleichzeitig zu beschäftigen. Außerdem schulen sie sowohl bestimmte Abwehrtechniken als auch spezifische konditionelle Inhalte. Hier wehren 5 Torwarte fortlaufend die in die oberen Ecken geworfenen Bälle ab. Wichtig ist, dass die Torwarte nach der Wurfabwehr schräg nach hinten zur anderen Gruppe laufen, um Zusammenstöße zu verhindern. Vor der Wurfabwehr in die lange Ecke müssen die Torwarte einen Bocksprung über einen Mitspieler ausführen. Die Werfer sollten ihre Würfe in die lange Ecke so variieren, dass die Torwarte unterschiedliche Abwehrtechniken, zum Beispiel die beidhändige oder die einhändige Wurfabwehr, anwenden müssen. Auch unregelmäßige Würfe, wie zum Beispiel von Zeit zu Zeit ein flach geworfener Ball, verbessern die Wahrnehmung und die Reaktion der Torwarte. Achten Sie auch auf die Beinarbeit der Torwarte. Nach dem Bocksprung sollten Sie möglichst wenige Seitwärtsschritte bis zum Sprung in die lange Ecke ausführen. Diese Übung erfordert bedingungslosen Einsatz. Bei dieser Übung muss vor der Wurfabwehr in die lange Ecke ein beidbeiniger Seitwärtssprung über ein flaches Hindernis ausgeführt werden. Hierdurch wird besonders die Aktionsschnelligkeit der Torwarte geschult.
Hier kann das Wurfziel zunächst vorgegeben werden. Später kann es frei sein. Achten Sie hier besonders auf die ökonomische, schnelle Beinarbeit der Nationaltorwarte. Noch einmal, zunächst Wurfserien in die lange Ecke unten oder oben werfen. Dann kann ab und zu ein Wurf in die Gegenrichtung erfolgen oder aber generell eine zweite Wurfabwehr in die rechte Torecke oben oder unten. Nun müssen seitlich neben dem Tor stehende Stangen übersprungen werden, bevor eine Wurfabwehr in die lange Ecke erfolgt. Hier empfiehlt es sich, zum Beispiel Dreiergruppen zu bilden. So ist bei etwa 6 bis 8 Durchgängen eine gute Belastung gewährleistet. Auch hier wieder daran denken, die regelmäßige Wurfserie ab und zu durch einen plötzlichen Wurf in die Gegenrichtung zu unterbrechen. So schulen Sie die Umschaltfähigkeit des Torwarts. Schauen Sie sich die Beinarbeit dieser jüngeren Torwartgruppen an. Die älteren Torwarte zeigen bei derselben Übung eine wesentlich flüssigere Beinarbeit und Übergang zur Sprungabwehr. Um die Beinarbeit intensiver zu schulen, müssen die Torwarte vor der Wurfabwehr mit schnellen Schritten Stangen durchlaufen. Auch hier empfiehlt sich das Üben in Dreiergruppen. Hinzu kommt eine koordinative Zusatzaufgabe. Nachdem Sie die Stangen durchlaufen haben, müssen Sie noch durch die Beine eines Torwarts kriechen, der gerade Pause hat. Hier üben 3 Torwarte gleichzeitig. Einer sprintet zur 4-Meter-Linie, setzt sich hin und muss dann auf verschiedene Würfe wie zum Beispiel Heber, Dreher oder Beinschüsse reagieren. Auch diese Übung schult neben der Aktionsschnelligkeit Wahrnehmung und Reaktion. Ab und zu sollten die Bälle so geworfen werden, dass die Torwarte sie nur mit letztem Einsatz abwehren können. Denn der kämpferische Einsatz ist ein wichtiger Faktor beim Torwartspiel. Abschließend zeigen wir in der 5. Organisationsform, wie Sie die Weichbodenmatte im Training variabel einsetzen können. Ein Torwart sitzt auf der Matte und muss versuchen, die abwechselnd von 2 Mitspielern geworfenen Bälle nicht auf die Matte fallen zu lassen.
Diese Übung schult nicht nur Reaktion und Beweglichkeit, sondern kräftigt ganz nebenbei auch die Rumpfmuskulatur. Gegen Übungsende wird auch wieder kämpferischer Einsatz gefordert. Bei dieser Übung sitzt der Torwart auf der Weichbodenmatte und muss die von der Wand abprallenden Bälle abwehren. Weil er hierbei die Wurfbewegung nicht lesen kann, schult die Übung besonders die Reaktion. Diese Übung eignet sich auch als Aufbauübung nach Verletzungen. Wichtig bei der Wurfabwehr ist die Ganzkörperstreckung. Bei dieser Komplexübung sitzen die Torwarte in einer Ecke auf der Weichbodenmatte und müssen einen diagonal in die andere Torecke geworfenen Ball im Sprung abwehren. Achten Sie auch hier auf eine gute Ganzkörperstreckung. Nun werden zwei Abwehraktionen miteinander kombiniert. Zunächst erfolgt eine Abwehr im Sprung auf der Weichbodenmatte, dann muss der Torwart sofort die Grundposition im Tor einnehmen und den zweiten Ball abwehren. Vor allem die Abwehraktion auf der Weichbodenmatte soll den kämpferischen Einsatz sowie unkonventionelle Abwehraktionen der Torwarte schulen. Auch die zweite Wurfabwehr im Tor ist nicht festgelegt. Die Torwarte müssen auf ganz unterschiedliche Würfe reagieren. Zum Abschluss des Stützpunkttrainings wird ein Wettkampf Trainer gegen Torwarte durchgeführt. Gegen die Übermacht aller Torwarte im Tor muss der Trainer einen Treffer erzielen. Ein gesondertes Stützpunkttraining ist für die Torwarte nicht nur sehr effektiv, es macht ihnen, wie Sie sehen, auch großen Spaß.